Also ich freue mich sehr, heute am Marktplatz 4 zu sein, die Aktion zu starten, Welt-Down-Syndrom-Tag. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Wir haben eine super Aktion gestartet. Das hat so einen Hype gekriegt, das können wir gar nicht glauben. Also wir freuen uns auch sehr, dass die Kooperation mit dem Enzkreis stattgefunden hat, mit der Inklusionsbeauftragten des Enzkreises, aber auch mit der Selbsthilfegruppe Upside Down. Also wir treffen uns hier, um eigentlich tatsächlich mehr Sichtbarkeit für Menschen mit Behinderung, jeglicher Behinderung, nicht nur Down-Syndrom zu schaffen. Wir wollen damit aufmerksam machen, dass die Welt bunt ist, die Vielfalt der Menschheit, die Vielfalt der auch Behinderungen natürlich, ja, und dass wir alle die gleichen Chancen und Möglichkeiten im Leben, in der Welt einfach haben möchten für alle Menschen. Ja, die bunten Socken, die stehen genau dafür, für die Vielfalt. Die Welt ist bunt. Dominik, wie findest du die Aktion? Ja, doch. Geld ist toll. Es ist eine Wahnsinnsaktion geworden mit unseren 2103 Socken. Hier sieht man mal, was möglich ist, wenn Überzeugungstäter zusammenkommen. Wir haben diese Idee in einer Kaffeerunde entwickelt. Und was ist draus geworden? Ein Wahnsinnsprojekt. Wir stehen hier vor der allergrößten Sockenleine von Pforzheim, Enzkreis, wahrscheinlich auch von ganz Baden-Württemberg. Wir haben gerade eben hier die Sockenleine gemeinsam hochgehalten, mit ganz vielen Menschen ein Lied gesungen und jetzt erstrahlt das Pforzheimer Rathaus in bunten Farben. Es ist eine ganz tolle Stimmung, die Kinder schmeißen Socken durch die Gegend. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, wir haben insgesamt über 15.000 Socken von euch bekommen. Also vielen, vielen Dank. Und wir freuen uns aufs nächste Jahr und sind gespannt, was uns erwartet.